Meine sehr geehrten Damen, meine Herren, die Schwierigkeit bei dem Antrag ist, der Antragsteller könnte recht haben oder auch nicht. Allerdings ist die Situation nicht so dramatisch schlecht, wie es der Antragsteller beschreibt. Gerade hinsichtlich der Investitionstätigkeit der KMU im Verhältnis zu den jeweiligen Beschäftigungszahlen liegen die KMU in Mecklenburg-Vorpommern 2 Plätze über dem Bundesdurchschnitt. Der Anteil der investierten KMU liegt zwar mit 38%, du hast es ja schon gesagt, unter dem Bundesdurchschnitt. Dies muss allerdings nicht zwangsläufig mit den Thesaurierungsbedingungen zu tun haben, sondern kann auch eine Möglichkeit für eine fehlende Investitionstätigkeit sein. Ebenfalls stellt sich die Frage, ob der § 34a des Einkommenssteuergesetzes in seiner bestehenden Ausgestaltung überhaupt für kleine und mittlere Unternehmen geeignet ist. Wie dann die kleine Anfrage von euch über die thesaurierten Gewinne von 2008 bis 2017 auf die kleinen beschreibt. Lange Rede, kurzer Sinn, um Klarheit zu erlangen, überweisen wir ebenfalls das in den Finanzausschuss und würden uns dann freuen über Expertengespräch, Steuerexperten oder Bundestagsabgeordneten, also alles, was Sinn und Verstand macht, reinzuholen in die Experten. Ich bedanke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus